Hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge Pokémon Revolution. Heute mit unserem Pokémaniac Freak Kaiser, der Kaiser. Howdy ho. Und dem alten Axel. Yeah. Vor uns liegt die nächste Arena vom Major Bob, war das, gell? Ja. Ja, dann gönnen wir uns den mal. Gönnung. Kaiser, komm mit rein. Ich komm mit rein. Der Schneider. Einfach das Ding anklicken. Ja, sorry. Früher musste man aufs Pokémon gehen. Ich bin noch ein Mann der Originalspiele. So. Dann mal gegen den Old Man Bailey. Keine Ahnung. Ach so, Dings. Wrong switch. You have triggered the first. Ach, fick. Nein, keine schlimmen Wörter. Oh, mein Sandan ist schon tot. Sehr gut. Welches Level? 18. So, den fighten wir mal weg. Diesen Pikachu. Level 21. Mit einem Viech. Sehr gut. Der levelt jetzt hier richtig hoch. Scheiße. Super effective. Scheiße. Mein Geodude ist tot. Nein. It's a mismatch. Ich hasse diese Arena. Übrigens benutzt keine Stahlattacken gegen die Elektro-Pokémon. Ich benutze Stein und Boden, wie das jeder normale Mensch macht. Ja, wenn man es hat, ja. It's a mismatch. Also, der eine Trigger ist immer im gleichen. Ja. Und man muss dann nur den zweiten finden. Ja, ich glaube, der ist rechts oben. Woher weißt du das schon wieder? Hast du wieder Videos geguckt? Ja, ich glaube schon. Du bist so ein Affe. It's a mismatch. Und, okay. Und Feuerstark gegen Stahl im Übrigen, was ja da ja, Stahl Ding ist. Ja, Raichu ist Level 30. Magnetilo. Gleich mal zwei Level übersprungen. Okay, ich verschwinde mal, ja? Ciao, ciao. Geh mal ciao, ins Pokémon Center und hol mal meinen Geodude zurück. Ja, für was habe ich das... Ja. Warum habe ich das eigentlich hochgelevelt, wenn sie gleich im ersten Kampf stirbt? Das ging mit beim Sander nicht anders gerade. Ja, ist halt doch nicht so richtig Elektro. Das ist halt mit dem scheiß Stahl. It's a mismatch. Ich krieg echt Kotzen. Ich kämpfe ja schon mal gegen die Dudes. Ich auch. Ich hab ja den einen schon. Ja, und der andere? Ja. Mein Georog ist stark genug. Warum kann ich jetzt das Ding hier nicht andrücken? Jetzt geht es nicht lange. Ja, Pikachu. Ja, komm dann. Ich kann hier keine Statue mehr andrücken. Was ist da los? Warum Statue? Offen. Ja, diese komischen Dinger da. Ach so, das ja. Vielleicht ist schon offen und ich hab's nicht gesehen. Pika, Pika! Alter, die halten echt viel aus, die Viecher hier. Das ist schon Fury. Echt, ich hab so One-Hitter. Was sind die kaputt? Nein, ich hab vorbei. Okay. Bulldoze. Zack, kaputt. Bulldoze mache ich statt Rollout. Warte. Ich hab Bulldoze, Magnitude, Rock Throw und Smackdown. Okay, also statt Rollout. Gut. Ja. Okay, ich gehe mal nochmal ins Pokémon Center. So, den habe ich jetzt auch besiegt. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja, das Ding ist offen. Ich drücke die ganze Zeit rum und wundere mich, warum es nicht geht. Ich gehe davor auch nicht ins Pokécenter. Ich kämpfe jetzt mit dem angekratzten Dinger. Das wird schon passen. Okay. Lieutenant Search. So. Ja, okay. Der macht gleich mal Self-Destruction. Er hat Angst. Pikachu ist tot. Das ist das zweite. Sehr gut. So, wie ging es jetzt mit der Statue? Was ist der korrekte zweite? Wrong switch. Links in der Mitte ist einer. Ja, genau in der Mitte ist bei mir der erste. Ja, dann ganz links in der Mitte war bei mir der andere. Mismatch. Nee, ich glaube, es war bei jedem anders. Ja, okay. Ja, stimmt, weil wenn du sagst, oben rechts, da war es bei mir auch nicht. Okay, erste ist bei mir rechts.
Leute, ich habe gleich den Orden. Oh! Mein Graveler ist tot. Nun denn. Vielleicht kämpfe ich mit Abra. Ich hasse dich. Oh. Stealth Rock. Fred? Ja? Was ist das? Stealth Rock. Stahlstein. Stahlstein. Stealth? Ja. Nee, Stealth ist so verborgen oder Stahl. So. Ja. Was kann das? Stealth Rock. Stealth Rock, Tarnsteine. Verursacht Schaden, wenn der Gegner sein Pokémon wechselt. Die Höhe des Schadens ist verdoppelt. Ah, okay, Gegners ja, ja, ja. Ich weiß, was es ist. Do not learn. Braucht kein Mensch. Okay. Ich habe den Thunder Badge. Mit was greifst du die Viecher an? Mit was für einer Attacke? Warte, ich muss schon gucken. Mit Bulldoze habe ich alle weggemetzelt. Ja. Aber mein Georock ist jetzt auf Level 31. Okay. Wenn ich euch vertrauen würde, würde ich sagen, ich tausche das mit euch und krieg's wieder zurück, weil das entwickelt sich auch im Tausch. Natürlich ist das. Die Leute sind hier live dabei. Die Folge lade ich einfach nicht hoch. Die verborgene Folge. Ja. Alter, ich finde den weiten verschiedenen Stahl da nicht. Ja, ich hab ihn nicht gefunden und da war schon lange. Der war direkt rechts daneben, der Scheißschalter. Oh, kann kotzen bei sowas. Es gewittert. Ja. Und es regnet. Oh, dieses Sonic Boom, Mann. Hör mal auf damit. Was hat denn der eigentlich für Gegner? Was hat denn der eigentlich für Pokémon aus dem Raichu? Voltoball, Pikachu. Voltoball, Elektroball, erster. Okay. Ja, das gönne ich mir schon. Kurz gesagt, Elektro. Ja. Okay, Raichu ist jetzt Underground. Ja. Achso, nee, wir können doch gar nicht tauschen, gell? Sonst ist das geschwind. Das geht, glaube ich, erst, wenn wir die erste Top 5 in uns haben oder irgendwie so war das. Was? Voll spät. Crazy. Ey, was tauschen geht jetzt nach der Arena hier? Echt jetzt? Ja. Sure? Ja. Ja, ich guck mal im Pokémon, da sieht man das doch. Self-Destruct lerne ich nicht. Was ist Hahn an Härtner? Nee. Ja, Härtner braucht es. Stealth Rock hast du auch nicht. Warte. Mein Pokémon entwickelt sich. Ach, ich könnte ja hier Ding suchen am Glumanda. Während ihr da noch rumhumunkelt. Ich habe jetzt den Graveler. Habe ich nicht. Ach so, hier Pokémon, ja. Natürlich. Ja. Okay. Jetzt kann man auf Level 31. Jetzt kann man Blitz benutzen. Wo bekommt man Blitz? Oh, wo hat man das gekriegt? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. War das nett, wenn du durch den Dicta-Tunnel gehst, da kommst du runter wieder Richtung Vertania City und da ist so ein Mitarbeiter von Professor Eich und dem musstest du vorweisen, dass du, ich glaube, 20 Pokémon oder so hast und da hast du das, glaube ich. Ja. Ich meine, so war das. Okay. So. Weil das jetzt schaltet ja, glaube ich, die. Wir können jetzt tauschen, Area, wo bist du? Frei. Ich bin auf der Suche nach Glumanda. Ah, ich komme schon hoch. Runter. Ja, okay. Ja, das bringt nichts. Warum bringt das nichts? Weil es nichts bringt. Das bringt alles nichts. Das bringt alles. Wo bist du? Bist du noch in der Stadt? Ja, ich bin direkt oben, wo du runterkommst, hier. Halt, hier. Hallo. Trade. Ja, willst du doch nicht, oder? Ich hab nix gekriegt. Ja, mach mal du bei mir. Hab ich schon. Ich hab auch nichts gekriegt. Warte, vielleicht muss man das im Pokémon Center oben machen. Atmet aber lange aus hier. Das Mikrofon. Entschuldigung.
Wo bist du? Hier kommen wir nicht rein. Hier oben. Und runter kommen wir vermutlich auch nicht. Lieber Axel, wo befinden Sie sich? Im Pokémon Center. Ach doch. Da bin ich oben. Ich google mal kurz nebenher. Du spawnst bei mir gar nicht. Ganz oben links bin ich. Beim Psycho. Ach, da geht's ja gerade weiter. Hey, da bin ich, ganz links. Ja, ja. Ich habe nur geguckt, ob man da reinkommt, weil das waren früher die Tausch- und Kampfräume. Ja, genau, du kommst schon mal rein. Oh, Schlitzer ist gut. Und ich habe ein Sandama. Für 75.000 kann man einen Fahrradgutschein kaufen hier in der Stadt. Kriegst du das nicht nochmal geschenkt? Nee, gibt's ja nicht. Axel, willst du das ein Spokano? Ja, wir können nicht tauschen. Was jetzt? Ihr dachten, kann tauschen. Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Ja. Der Freddy, der wird das dann schon sehen. Was? Es ist auch die HM oder VM, wie auch immer, Fliegen, die funktioniert hier auch nicht so. Es geht nur innerhalb vom Kampf, kann man das nutzen. Okay, ja. Das ist auch ziemlich strange. Naja, weißt warum? Weil du kannst doch dir hier die Viecher kaufen wahrscheinlich. Und die wollen halt irgendwie Geld verdienen. Mhm. Ja, dafür kannst du hier auf deine Viecher rumreiten. Ja. Was seid ihr eigentlich? Gerade für Singles eigentlich ganz gut. Da kannst du ja endlich mal auf was rumreiten. Mhm. Seid ihr schon in die Diktahöhle rein? Nee. Ich google jetzt gerade, hier, wie man tauscht. Ja. Da. Tauschen. Da steht Pokémon tauschen geht ab dem 4. Orden in Pokémon Center. Ja, ab dem 4. Orden. Das war jetzt gerade mal der 3. Ah, das war der 3. Okay. Ja. Rocco, Misty, Major Bob. Ah, okay. Wann kommt der 4? Oh Gott, lass mich überlegen. Das ist dann, glaube ich, ziemlich frei. Du kommst dann nach Lavandia, nach der Höhle. Mhm. Und dann kannst du nach Saffronia City, du kannst nach Prismania oder, glaube ich, Fuchsania schon. Okay. Seid ihr jetzt schon zur Diktahöhle? Ja. Nee, ich war gerade unterwegs und wollte mir noch einen Klumanda suchen. Aber ich komme zur Diktahöhle. Ich bin schon drin. Ja, Freddy. Ausnahmsweise will er mal vorlaufen. Holen wir uns eigentlich einen Zapdos? Klar, wenn es geht. Ja, im E-Werk oben. Ja, da müssen wir halt erstmal zum E-Werk dann hoch. Ja, ja. Hier liegt ein Pokéball. Hast du den aufgesammelt? Ja gut, wir müssen ja eh erst Blitz holen. Wo ist dein Pokéball gewesen? Und rechts sind ja auch noch Trainer, die man wegmacht, oder? Ja. Also in die Höhle gehe ich jetzt in der Folge noch nicht. Mit denen ich jetzt gleich vorbei ist. Einer davor, oder? Bei mir steht da einer davor, so ein Kampftyp. Ja, muss bloß ansprechen, dann rennt er weg. Achso, okay. Alter, so ein dummes Anton. Anton. Was ist jetzt am cleversten? Was trainiere ich? Was kommt als nächstes für eine Arena? Ja, das ist ja wie gesagt ziemlich frei, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ich guck mal auf die Karte. Auch. Was kommt generell für Arenen? Es kommt noch Pflanze. Es kommt Psycho. Psycho Gift. Mhm. War's das? Das heißt, Nogga, der hat die Gift-Pokémon. Nee, nicht Nogga, Koga heißt der, glaube ich.
Ja, und dann halt am Ende Giovanni. Was hat er? Und normal die Feuer-Pokémon auf der Zinnoberinsel. Ja. Okay. Das heißt, ich level mein Raichu und mein Tauboga. Ja, oder das Glumanda, das wir nicht finden. Ja. Aber es wirst du nicht finden, weil ich dich sonst schlagen werde. So wie ich keine Abras finde. Genau, gleich zwei. Und wir suchen eine 1,5 Stunden. Ich hasse dich dafür so abgrundtief. Das ist echt... Glaubst du gar nicht. Und ich wollte ja nicht mal. Ja, das macht's noch schlimmer. Der Hass, der springt. Er wächst. Er wächst. Der Hass wächst. Leute, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich werde nie wieder hier dabei sein. Ich mache mal den Gamer Jasper noch weg. Und mich zieht's immer nach da oben. Ich will das Glumanda. Dann hast du jetzt außerhalb der Folge noch die Möglichkeit. Heute Nacht. Ganze Nacht durchzuzocken, ein bisschen Glumanda. Ja, stimmt, der Urlaub, der Bohr. Aber nur noch 1,5 Wochen. Oh. Das ist ja so schade. Und in die Arbeit nehme ich einfach meinen Laptop mit. Ganz kurz, ist es nett, wenn man hier weiter nach rechts geht? Kommt ja, da noch kommt nicht mehr weiter. Ja, da das ist halt mal das Relaxo. Genau, Relaxo oder Dings. Schnell da so eine Sprache da. Die Pokeflöte. Ja. Und dann flötest du im Relaxo 1 und dann wacht es auf. Ja, dann sagt er, hallo, mach dich kaputt. Wallah. Bliert. Bliert. Das sitzt so da in der Russenhocke. Weil es kommt nicht höher. Alter, es hat nur Magnetilos. Magnetilos, sorry. Tilo. Tilo. Titten, was? Youngster Yasu. Ich glaube, da war ich schon. Bin ja jetzt beim Chefkoch. Hallo, Kinder! Yes, hab ich euch übertrogen erzählt. Gut, dass gleich alle Bescheid wissen. Ganz Warum Deutschland. Nur? Was ist das? Es hängt jetzt. Was ist Love? So, ich bulldoze hier den mal weg. Danke. Ich bulldoze alle weg, weil ich auf Level 31 bin und die irgendwie auf so 18, 19 rumkrebsen. Ja, ich bin auf Level 29 jetzt mit dem. Ich trainiere, glaub mal, wieder meinen Shillock. Einfach, dass es ein Turtok wird. Stimmt. Scheiße. Doch, ging noch. Maybe. I should wait until I have the right badge to pass this area. Hä? Aber ich kann doch gar... Lass mich überlegen. Nee, wir brauchen Blitz, müssen durch die Höhle. Stimmt, ja. Ja. That's true. So, ich würde sagen, wo treffen wir uns? Pokézentrum. Wir in weg. Norddeutschland, wir in Süddeutschland, ich würde so Hannover vorschlagen. Ja, Kassel, ist die Mitte. Kassel. Also ich bin gerade beim Youngster Eddie vorne, da ist der Kaiser. Den okay. Habe ich aber noch nicht. Wenn ich mich da hinstelle, dann bettelt er mich. So schaut er in meine Richtung. Dann stellen wir uns halt hier hin. So. Warten auf den Herrn Axel. Ja, ausnahmsweise mal auf mich. Da steht der Stich und bettelt. Bin ja noch am gucken, ob es hier noch mehr gibt, was? Der Youngster Yasu. Gamer Dirk. Muss er gegen den Gamer Dirk, glaube ich. Dirk Bach. Möge er in Frieden ruhen. Oh, ich muss echt noch gegen den Gamer Dirk. Scheiße. Ach, hier gibt's gar keinen Abra. Ja, dann kann ich auch den Eddie hier battlen. Ja, battle. Genau. Mach den Eddie noch. Ja, dann hole ich mir noch den Dave. Dave. Grüße gehen raus an Dave. Ja. Mach dich kaputt, Muschi. Ja, ein Bulldoze. Stirre. Wobei, die Grüße an den Dave, der ist ja kein Youngster mehr. Eben, das ist ein alter Sack.
Schrumpeleier. Also, Eddie ist kaputt. Oh fuck, der Gamer Darian. Ich komme nicht zurück. Ich wollte hier noch Bären sammeln. Bären? Mhm, Bären. Pombeeren? Ja, Ketchup-Geschmack. Mal so eine Frage, den Headbutt für die Bäume, ja. Wo hat man den herbekommen? Genau. In dem dunklen Baum. Ah, okay, vor Mamoria City, dann kann ich den mir nachher holen. Ja. Kann ich nochmal Ash besiegen, also das erste Mal. Ja, stimmt. Denn da ich einen Speedrun hinlegte, blieb keine Zeit, um Headbutts zu lernen. Ja. Da ist was dran. So, kann ich jetzt die Bären hier endlich sammeln? Danke. Ich würde sagen, wir treffen uns dann vor der Diktar-Höhle, oder? Ja. Tritrio. Ich komme. Was für eine scheiß Attacke ist Überflutung. Oh, ein wildes Rettern. Eine wilde Natter. Wir beißen uns gegenseitig. Rar. Das war ein wildes Spiel. Reden, Freddy? Was? Nee, kann ich nicht. Hallo. Ich wollte mit einem Anton reden. Aber das nee, kannst du nicht. So, Ende Gelände. Ruhe in der Truhe. Aus die Maus. Sei einfach ruhig. Volker Stopp. Okay. Ciao, Ibo. Tschüss. Tschüss, Nadine. Ciao. Ciao.